Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute am Stand von Miweis, einem Motorenhersteller mit Sitz in Bamberg. Neben mir steht der Dominik. Moin Dominik. Servus, hi. Und er wird uns heute einmal durch die spannendsten Highlights von Miweis hier auf der Eurobike 2024 führen. Dominik, erzähl doch mal, was habt ihr alles Spannendes dabei? Ja, wir sind als Motorenhersteller, wie du ja schon gesagt hast, auf die Hinterradnabenmotoren spezialisiert. Das heißt, das ist so das, wo wir als Firma herkommen. Entsprechend haben wir hier eben neue Motoren im Hinternarben- oder im Radnabensegment dabei, aber eben auch was ganz Neues als Mittelmotor, okay, was einfach auch von Kunden und also unseren Herstellern, unseren direkten Kunden und Endkunden eben immer auch angefragt wird. Okay, cool. Und wie heißen die Motoren und was haben die so für Leistungswerte? Was rufen die für Leistungsdaten ab? Also man muss immer ein bisschen unterscheiden, je nach Position des Motors. Wir haben Front-, Mittel- und Hecknabenmotoren. Die Bezeichnung bei uns ist eigentlich alles, was Front oder Heck ist, hat immer ein M davor. M60 ist unser Frontmotor. 70, also M70, 80, 100, 200 sind die Nabenmotoren. Und mit einem X davor, das sind unsere Mittelmotoren. Von den Leistungswerten kommt es eben darauf an, in welchem Segment sich der Motor bewegt. Das heißt, ob ich jetzt was habe für einen sportiveren Bereich oder eben für den City-Bereich. Und da ist es so, dass wir so bei 35 Newtonmeter einsteigen, 40 Newtonmeter für einen Nabenmotor, 50 ist unser stärkster Motor. Das ist schon viel am Heck, 50 Newtonmeter. Und bei den Mittelmotoren ist es so, dass der leichtere von beiden, der X365, 65 Newtonmeter hat und der große, der X700, den wir aber auch schon vorher hatten, mit 100 Newtonmeter eben schon ein richtig starkes Aggregat ist. Okay. Den könnte man dann zum Beispiel auch in Cargo-Bikes verbauen oder wofür ist der gedacht? Genau, also Cargo-Bikes ist so der Einsatzbereich, für den wir den vorgesehen haben. Ja. Okay. Und ansonsten hast du gesagt Urban-Bikes, Trekking-Bikes. Wie sieht es denn da gewichtstechnisch aus bei euren Motoren? Gut. Sieht gut aus, ja? Sieht gut aus. Also das könnt ihr, kann man sagen. Genau. Also es ist so, wenn ich jetzt ein wirklich leichtes Urban-Bike bauen möchte und ein M70 da reinbaue, der Motor wiegt 1,7 Kilo. Okay. Der Standard M70 hat 35 Newtonmeter. Wir haben aber jetzt auch dieses Jahr ein M70 Plus. Das heißt, auf Basis des vorherigen Motors haben wir den nochmal optimiert und haben jetzt so 40 Newtonmeter rausgeholt. Auch von der Climbing Ability, also der Ausdauer beim Klettern mit dem Fahrrad, haben wir den nochmal optimiert. Und mit 1,7 Kilo kann man schon wirklich dann auch ein leichtes Urban Bike bauen. Ja. Das ist der Motor, den du hier so locker flockig in der Hand hältst, oder? Leicht wie eine Feder. Genau, das ist der M70 Plus. Vom Housing eben identisch wie der M70, den wir schon in vielen Rädern auch in großer Menge verbaut haben. Innen drin wurde einfach nur die Wicklung vom Motor eben optimiert, um dann einfach eine höhere Leistung mit dem Motor erreichen zu können. Du hast eben die Bikes erwähnt, in denen eure Motoren schon verbaut sind. Nenn uns da doch mal so ein paar Markennamen, dass die Leute... Ja, die bekannteste Marke ist mit Sicherheit Tenways, okay, ja, die in den letzten Jahren ja ganz stark aufgekommen sind, ein sehr, sehr gutes Konzept haben, ja, auch genau das verkörpern, was wir erreichen wollen mit unseren Antriebssystemen. Das heißt, ein Fahrrad, das leicht ist, das gut ausschaut, ich kann so einen kleinen Motor natürlich schön integrieren, ja, und was eben trotz eines verhältnismäßig günstigen Preises ein sehr, sehr attraktives und angenehmes Fahrerlebnis vermittelt. Wir sehen hier aber ja auch noch weitere Bikes am Stand. Genau. Java zum Beispiel. Java ist einer von unseren ganz großen Herstellern im asiatischen Bereich. Hat den gleichen Sitz wie unsere R&D-Abteilung, also sitzt auch in Shenzhen. Es gibt andere Firmen. iWidge ist eine etwas kleinere Firma, die ein sehr interessantes Konzept haben, was die Motorsteuerung angeht. Das heißt, sie haben das selber noch mal ein bisschen verfeinert. Es gibt französische Marken, Voltaire ist eben ein Kunde von uns, erlebt. Ja. Das sind auch eben so diese leichten Urban- oder City-Bikes, die eben auch richtig gut ankommen bei den Kunden. Cool, ja, spannend. Jetzt haben wir viel über die Motoren geredet. Ihr seid aber ja Hersteller vom kompletten E-System sozusagen. Genau. Und seid auch sehr bekannt für eure Drehmomentsensoren. Ja. Magst du uns da noch mal ein bisschen was drüber erzählen? Nö. ja, es ist so, wir bauen nicht nur den Motor. Der Motor ist ja das Aggregat, was die Kraft liefert. Aber
die Sensorik dahinter, der Controller, der Torque-Sensor, die machen so das Fahrerlebnis aus. Und um eben das Gesamtpaket einfach zu haben, dieses Fahrgefühl, was wir irgendwo vermitteln wollen, auch vermitteln zu können, haben wir die Teile selber in-house entwickelt, den Torque-Sensor und den Controller. Unser Torque-Sensor, den ich ganz zufällig in meiner Tasche habe. Sehr gut, hast du was vorbereitet? Halt mal. Oh, jetzt nehme ich mal diesen. Ja, unglaublich leicht. Okay. Genau, also das ist unser Torque-Sensor. Viele Leute, wenn die an Narbenmotoren denken, haben einfach noch so dieses antiquierte Bild von einem Kadenzsensor. Kadenzsensor heißt, der misst einfach, dreht sich die Kurbel und gibt dann Gas oder kein Gas. Ja, das ist wie beim Auto, Vollgas oder gar kein Gas ist schlecht. Die Torque-Sensoren sind deutlich natürlicher. Ja. Bei uns ist das so, dass ich eben eine magnetisierte Achse habe einen Sensor und auf beiden Seiten, sobald ich Belastung auf der Kurbel habe, verwindet sich das Magnetfeld wird gemessen und so habe ich halt eine sehr, sehr genaue Messung und dadurch kann ich auch wirklich das Fahrverhalten sehr, sehr gut steuern. Wenn euch Miweis und die Motoren von Miweis, wenn euch das interessiert, dann findet ihr noch weitere Infos im Artikel zum Video. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Dominik. Sehr gerne. Und nehmt's Rad.